Hallo zu meinem nächsten Video zu Brüche vergleichen und ordnen. Hier haben wir immer zwei Brüche gegenübergestellt und wir wollen nun schauen, welche der Brüche größer und welcher dieser Brüche kleiner ist. Schauen wir uns die ersten beiden Brüche an. Hier haben wir ein Drittel und ein Fünftel. Diese beiden Brüche sind Stammbrüche. Und im letzten Video haben wir ja gelernt, bei Stammbrüchen gilt, je kleiner der Nenner, desto größer ist der Bruchwert. Also schauen wir uns einmal die beiden Nenner an. In dem Fall haben wir 3 und 5 im Nenner stehen. Der kleinere Nenner ist in dem Fall die 3. Das bedeutet, der Bruch, ein Drittel, hat den größeren Bruchwert als der Bruch ein Fünftel. Also kann man sagen, ein Drittel ist größer als ein Fünftel. Schauen wir uns die nächsten beiden Brüche an. Wir haben hier 4 Siebtel und 5 Siebtel. Diese Brüche haben den gleichen Nenner, nämlich 7. Und aus dem vorherigen Video wissen wir, wenn die Nenner gleich groß sind, dann gilt, je größer der Zähler, desto größer ist der Bruchwert. Also betrachten wir uns die beiden Zähler, in dem Fall 4 und 5. Dabei ist 5 die größere Zahl. Das bedeutet, der Bruchwert von 5 Siebtel ist größer als der Bruchwert von 4 Siebtel. Also können wir sagen, 4 Siebtel ist kleiner als 5 Siebtel. Die nächsten beiden Brüche sind 6 Neuntel und 6 Achtel. Bei diesen beiden Brüchen sind die Zähler gleich groß. Und hierbei gilt, je kleiner der Nenner, desto größer ist der Bruchwert. Wenn wir uns die beiden Nenner anschauen, dann sehen wir, der kleinere von den beiden ist die 8. Das bedeutet, unsere 6 Achtel haben einen größeren Bruchwert als die 6 Neuntel. Und deswegen können wir sagen, 6 Neuntel ist kleiner als 6 Achtel. Die letzten beiden Brüche lauten 3 Vierzehntel und 1 Siebtel. Hier sind weder die Nenner noch die Zähler gleich groß. Deswegen müssen wir die beiden Brüche auf den gleichen Nenner bringen. Und das machen wir mit einer kleinen Nebenrechnung. Denn wir wollen die Siebtel auf Vierzehntel bringen. Und das können wir machen, indem wir mit der Zahl 2 erweitern. Die Siebtel bringe ich auf 14, indem ich mit der Zahl 2 erweitere. Und beim Erweitern wissen wir ja, wir müssen den Nenner und den Zähler mit derselben Zahl multiplizieren. Das bedeutet, 1 mal 2 ist 2 und 7 mal 2 ist 14. Und schon habe ich die beiden Brüche auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Und nun können wir wieder uns in Erinnerung rufen, wenn die Nenner gleich groß sind, dann gilt, je größer der Zähler, desto größer ist der Bruchwert. Jetzt haben wir hier im Zähler stehen einmal die 2 und einmal die 3. Die 3 ist größer, das bedeutet unsere 3 Vierzehntel sind größer als unsere 2 Vierzehntel, beziehungsweise unsere 3 Vierzehntel sind größer als 1 Siebtel.